Mein Name ist Nikolai Stache und ich leite den Studiengang Automotive Systems Engineering an der Hochschule Heilbronn. Moderne Fahrzeuge sind komplexe Systeme, bestehend aus mechanischen Komponenten, elektrischen Komponenten und Software. Um hier mitentwickeln zu können, braucht man Erfahrung in allen drei Bereichen und man muss wissen, wie man den Überblick behält. Und genau das lernen Sie bei uns im Studiengang Automotive Systems Engineering. Sie lernen aber auch schon genau die Werkzeuge kennen, die auch später im Berufsleben eingesetzt werden und lernen ihr Wissen an konkreten Beispielen aus der Automobilindustrie umzusetzen. Das Bachelorstudium in Automotive Systems Engineering dauert 7 Semester, das Masterstudium ist 3 Semester lang. Im Hauptstudium haben Sie die Möglichkeit, eigene Akzente zu setzen, durch die Wahl einer unserer Vertiefungsrichtungen. An was wird derzeit im Studiengang ASE geforscht? Die Themen reichen von alternativen Antriebskonzepten, Elektromobilität, über Konzepte des effizienten Fahrens bis hin zum autonomen Fahren und künstlicher Intelligenz. Wichtig ist mir dabei immer, dass auch unsere Studierenden in die Themen eingebunden sind und so ihre Erfahrung sammeln. Mein Name ist Andreas Schneider, ich bin ASE-Student hier und befinde mich gerade in meiner Abschlussarbeit. Ich finde diesen Studiengang sehr zukunftsorientiert. Beispielsweise durfte ich mich mit künstlicher Intelligenz, insbesondere Deep Learning, beschäftigen. Diese Themen sind zurzeit sehr gefragt in der Automobilindustrie und aus diesen Gründen kann ich diesen zukunftsorientierten Studiengang sehr empfehlen. Die Berufsaussichten sind nach wie vor exzellent. Wir befinden uns zwar in der Phase eines Wandels, der ist aber positiv für uns. Denn die Megatrends, die in unserer Zukunft eine Rolle spielen, das sind eben automatisiertes Fahren, alternative Verkehrskonzepte, alternative Antriebe. Und darauf bereiten wir unsere Studierenden optimal vor.